Ich schiebe jetzt noch mal schnell ein Video dazwischen, weil das wichtig ist, dass wir jetzt damit anfangen. Und zwar die Frage, wie organisieren wir uns, weil dieses Tutorial jetzt irgendwann relativ kompliziert wird. Das heißt, die ganzen Sachen, die wir machen, die bauen ja aufeinander auf. Und wir werden dann den Schritt und dann den nächsten Schritt machen und noch einen und so weiter. Und um das alles dann wieder nachvollziehen zu können, ist es eigentlich ganz gut, wenn wir uns ein paar Sachen notieren. Und ich weiß, jetzt werdet ihr wieder denken, was erzählt der Krypto-Opa da? Vor allem, wenn ich jetzt zeige hier, ich empfehle echt ganz, ganz dringend, kauft euch ein wirklich vernünftiges Notizbuch. Nee, ich kriege kein Geld von der Firma, dass die bezahlen nichts, weil mein Channel hat nur zwei Zuschauer. Es ist jetzt wirklich also von mir mein Vorschlag, kauft euch ein Krypto-Tagebuch und wir schreiben in dieses Tagebuch immer die einzelnen Schritte rein, die wir machen, weil wir dann später nachvollziehen können, was wir wann gemacht haben. Und nee, nicht in der App. Ganz klar, weil es gibt vielleicht tolle Notizen-Apps und so weiter, aber ihr wollt vielleicht irgendwann jemand anders zeigen, was ihr wann gemacht habt und vielleicht auch mal ein paar Sachen irgendwie ausdrucken und einkleben und so. Und deshalb Notizbuch, Stift, schreibt das in das Tagebuch rein, oben rechts das Datum und dann schreibt einfach nur, ich habe das und das gekauft, da und dahin transferiert, da umgetauscht, diese und jene Sachen. Was wir da eintragen, das erzähle ich nochmal nach und nach. Hier bei dieser Firma, bei Moleskine, das sind ja sehr schöne Notizbücher, da gibt es die im A4-Format, das kann man hier auswählen und dann macht am besten kariert, da kann man besser Zahlen reinschreiben, nehmt ein weiches Deckblatt, weil dann ist einfach irgendwie einfach zu handhaben am Computer. Also ich weiß, ihr werdet das jetzt alle ignorieren oder findet das irgendwie doof oder so. Ich habe es jetzt einmal gesagt, macht es so, glaubt mir, es ist schöner, wenn man Papier hat und nicht irgendwie eine App. Da schreiben wir dann jetzt immer rein, das ist unser Krypto-Tagebuch und das ist dann ungefähr so. Plumps, der Kurs. Und dann wir so, liebes Tagebuch, ich habe schon wieder alles verloren. So, der zweite Tipp, den ich euch irgendwie noch mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn wir hier arbeiten, ist eigentlich ganz cool in MetaMask. Wir können hier mit mehreren Accounts arbeiten und ich werde vielleicht irgendwann später noch mal in einem Video genauer erklären, was das also ist. Wir haben Adressen, wir haben Accounts, wir haben Kontonummern, wir haben ein Wallet, dann haben wir Tokens und Währungen und Blockchain, also diese ganzen Begriffe, mit denen ich jetzt um mich geworfen habe. Ich wollte jetzt nicht so eine stundenlange Theorie-Session irgendwie machen und erstmal wie an der Uni damit anfangen. Also wir haben folgende Definitionen und dann darauf basiert jetzt unsere ganze Vorlesung hier und so. Deshalb also habe ich das einfach mal so jetzt euch um die Ohren geworfen. Klar, das ist auch ein bisschen verwirrend und ich werde da ein bisschen Klarheit reinbringen. Mache ich aber auch erst später, weil wir wollen einfach jetzt mal ein bisschen vorankommen. So, jedenfalls mein Tipp. Man kann hier mehrere Accounts führen und das bedeutet, dass man im Prinzip wie verschiedene Konten bei der Bank haben kann und das, also dass man verschiedene Konten wie bei der Bank haben kann. Und legt euch doch einfach für dieses Tutorial ein eigenes Konto an. Das hat den Vorteil, dass das nicht gemischt ist mit den ganzen anderen Sachen, die ihr zwischendurch mal ausprobieren wollt. Und dann könnt ihr später quasi auch in diesem Account nachvollziehen, was ihr wann gemacht habt. Und das ist übrigens auch ganz interessant für später, wenn man dann in der glücklichen Situation ist, dass man auch mal Steuern zahlen muss, weil man wirklich was verdient hat, weil für eine Steuererklärung ist es immer ganz gut, wenn man diese Vorgänge untereinander trennt, weil dann blickt man selber ein bisschen besser durch. Und wenn man selber durchblickt, kann man auch gut erklären, was man wann gemacht hat. Und wenn man das selber gut erklären kann und selber versteht, dann kann man auch eine gute Steuererklärung machen. Das heißt ja nicht umsonst eben Steuererklärung so. Wie mache ich ein neues Account? Ich gehe hier auf Account erstellen und hier trage ich dann einen Namen für das Account ein und da kann ich zum Beispiel DeFi Tutorial das Account nennen, gehe auf Erstellen und schon habe ich ein neues Account. Das sieht man daran, dass jetzt hier DeFi Tutorial als Überschrift steht und ich habe tatsächlich eine neue Kontonummer und ich kann zwischen meinen Accounts umschalten, indem ich jetzt Main Account, also das heißt bei euch wahrscheinlich Account 1 oder so, anklicke und dann sehe ich hier also 0xd3f7
Und wenn ich dann umschalte über diesen Knopf hier, dann habe ich hier meinen DeFi-Tutorial-Account. Das hat auch ganz andere Farben hier in diesem Avatar. Und das hat wirklich eine andere Kontonummer, Adresse, wie auch immer, erzähle ich später. Hier ist auch noch nichts drauf. Und das kann ich natürlich lösen, indem ich auf das erste Account gehe, wo meine BNBs drauf sind. Das sieht man hier übrigens auch. Da steht ja immer die Summe an BNBs. Und dann, jetzt kommt auch unser erster Token-Transfer. Ich gehe hier auf Senden und dann kann ich zwischen meinen Konten transferieren. Wenn ich das anklicke, dann kommt hier die Liste mit meinen ganzen Konten. Ihr seht, ich habe hier schon mal vorher ein bisschen was gemacht. Account 2, Account 3 habe ich aber nicht wirklich mitgearbeitet. Und jetzt wähle ich als Empfänger das DeFi-Tutorial-Account aus, trage hier die Anzahl an Tokens ein, auch wieder mit einem Punkt statt einem Komma. 4,811, also 4.811. Hier steht kein Umrechnungskurs verfügbar. Es ist übrigens auch verwirrend, hier steht ETH senden, es ist aber BNB. Denkt nicht so viel darüber nach, das sind alles so kleine Programmierfehler. Also ETH senden, hier steht ETH, Guthaben aber 7,803011 BNB. Also ist nicht wichtig, also hier steht ETH. Es ist aber BNB. Trag den Betrag hier ein, 4,811 BNB war das, bei euch müsste es ja ein bisschen weniger sein. Diese Sachen hier unten, die lassen wir jetzt einfach mal so in Ruhe, wie sie sind, und klicken einfach auf Weiter. Bestätigen das Ganze nochmal. Und dann dauert das ungefähr 15, 20 Sekunden, 30 Sekunden auch manchmal. Und dann ist das Geld hier, es sind die BNBs hier weg im Main-Account, aber in meinem Account DeFi-Tutorial sind jetzt meine 4,81 BNB. Und das ist gut, dass sie da sind, weil ab jetzt kann ich in diesem Account arbeiten, muss mir keine Sorgen machen, dass in dem anderen Account, wo womöglich mehr ist, ich irgendetwas jetzt im DeFi-Tutorial falsch mache und die Sachen sind weg. Ich habe hier auch meine Tokenliste, die ist ganz frisch, da kann ich also auch ganz neu anfangen und habe alles in einem separaten Konto auf der Blockchain und das heißt auch, wenn ich später versuche nachzuvollziehen, was ich wann gemacht habe, kann ich das relativ bequem getrennt von den ganzen anderen Sachen, die ich mache, nachgucken. Wie man das nachguckt, das zeige ich später, aber das ist jetzt irgendwie noch, also mein letzter Tipp, bevor wir dann jetzt richtig loslegen, weil der nächste Schritt wird sein, wir gehen jetzt zu einem Money Market und werden mit den BNBs, mit den Tokens, die wir haben, mal ein bisschen arbeiten. Das machen wir dann jetzt wirklich im nächsten Video.